Willkommen zurück zu Let's Play Sternschweif. Wir sind mittlerweile in Lovang angekommen, haben allerdings Neria mit einigen wichtigen Ausrüstungsgegenständen, die wir nicht verlieren wollten, in Gashok zurückgelassen. Ja, und haben hier extreme Probleme, eine Unterkunft zu finden. Aber ein gewisser Dragan soll uns weiterhelfen können. Und den werden wir jetzt gleich mal aufsuchen. Ein hässlicher Mann. Uah. Wenn mich alles täuscht, genau, Dragan Ash, hier lebt er. Ingramosch? Kenne ich nicht. Okay. Waffen. Ich wüsste so einiges, was euch weiterhelfen könnte, aber dann müsstet ihr mir schon eine kleine Gefälligkeit erweisen. Ja. Bringt mir den Vinsalta hierher. Er muss mir was übersetzen. Der Alte wohnt in Bunte Flucht, direkt am Ufer des Zwelt. Und an dem Haus des Vinsalters, also da sind wir schon mal ungewollt reingestolpert. Von daher werden wir uns da mal jetzt sofort hinbegeben. Hier ist er, glaube ich, gleich. Der Vinsalta. Dragan schickt uns. Wir sollen euch zu ihm bringen. Ha! Warum sollte ich wohl ausgerechnet zu Dragan gehen wollen? Der Schurke kann mir gestohlen bleiben. Es ist wichtig für uns. Wieso ist das wichtig für euch, wenn ich mal so fragen darf? Ihr erklärt eure missliche Lage. Also gut, euch zuliebe komme ich mit, aber dass Dragan gleich klar ist, dass ich ihm keine Gefälligkeit erweisen werde. Und da ist er, der Vinsalta. Der Schriftgelehrte. Ein Krüppel. Ah, ja. Mögen die Götter es euch lohnen, edle Reisende, ja. Das hoffen wir mal. Inständig. Ah, da seid ihr ja wieder. Ich sehe, dass ihr euch wirklich viel Mühe gebt. Also, eine Hand wäscht die andere. Was wollt ihr wissen? Also, hier bei Dragan ist es, Dragan Ash ist das so, dass er für jede Antwort einen Dienst von uns verlangt. Und Unterkünfte und Essen und Trinken, da brauchen wir ja dringend etwas. Reicher Rotenecker kann so einiges auftreiben. Wohnt so ziemlich im südlichsten Gebäude der Stadt, direkt an der Mauer. Ach ja, mein Name ist eure Eintrittskarte. Hab Dank. Und wie sieht's nochmal mit Waffen aus? Eine Gefälligkeit, eine Information. So läuft das nun mal. Aber wenn ihr mir noch einmal behilflich sein wollt, kann ich sicher in dieser Sache etwas für euch herausfinden. Ja, im Schauhaus neben dem Zartempel liegt eine Brosche von mir, ein Erbstück, das mir die Stadt sozusagen gestohlen hat. Die Brosche hat die Form einer Esche. Bringt mir das gute Stück, dann werden wir weitersehen. Also irgendwie ist das bestimmt nicht seine Brosche, aber gut. Wir haben ja keine Wahl. Von daher, beim Zartempel waren wir ja auch schon einmal. Gleich hier sogar? Ja, das ist sogar hier gleich der Zahntempel. Dann ist das eventuell hier auch gleich schon dieses Schauhaus. Dann wollen wir mal Arbosch. Losschicken. Hat ja auch, glaube ich, einen Dietrich wieder. Dann soll er doch mal gucken. Ah ne. Was er hier so erreichen kann.
Hier vielleicht? Ah ja. Schauhaus der handwerklichen Künste. Die Tür des Gebäudes ist verschlossen. Aber ihr werdet auf einen Aushang aufmerksam. Das Schauhaus bleibt bis auf weiteres geschlossen. Wollt ihr in das Gebäude einsteigen? Geschickt und vor allem lautlos öffnet Abosch die Fensterläden. Das Gebäude besteht fast nur aus einem einzigen Raum. Daran stehen mehrere leere Sockel, die offensichtlich zur Ausstellung von Kunstwerken dienen. Wollt ihr euch weiter umsehen? In einem kleinen Raum neben der Halle führt eine Holztreppe nach oben. Ansonsten entdeckt ihr nichts Bemerkenswertes. Wollt ihr euch oben umsehen? Oben gibt es mehrere kleine Räume. Wollt ihr die Räume durchsuchen? Im größten der Räume stehen mehrere Truhen, in denen die ehemaligen Ausstellungsstücke verstaut sind. Darunter befindet sich auch eine Brosche mit dem Bild einer Esche. Wollt ihr nur die Brosche nehmen? Ihr nehmt die Brosche und seht zu, dass ihr wegkommt. Wo sind wir jetzt? Ja, okay. Da ist die Brosche. Dies ist eine Brosche. Ah ja. Eine Hure. Nee, wir haben gar keine Zeit. Wir müssen gerade irgendwo einbrechen. Oder sind gerade irgendwo eingebrochen. So. Ah, da seid ihr ja wieder. Ich sehe, dass ihr euch wirklich viel Mühe gebt. Also, eine Hand wäscht die andere. Was wollt ihr wissen? Reisen. Fragt in Neu-Aidal bei der schwarzen Yandora. Soll ich mir aufschreiben? Die hat so, da so gewisse Beziehungen. Ich meine, es soll einen geheimen Ausgang aus der Stadt geben. Aha. Und Yandora kann in dieser Sache vielleicht was organisieren. Falls euch das Biest mit Forderungen kommt, erinnert sie daran, dass sie mir noch mehr als einen Gefallen schuldig ist. Das ist doch sehr hilfreich. Wie sieht es mit Waffen aus? Eine Gefälligkeit, eine Information. Also, was können wir für dich tun? Ich hätte hier ein Päckchen, gebt es beim Meister Deringorn in der Halle der Macht ab und bestellt ihm einen schönen Gruß von mir. Halle der Macht, das ist... Es gibt ja zwei Magierakademien in Lowangen. Das ist... Die eine Magierakademie ist hier, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist aber die Akademie der Verformungen, glaube ich. Und die Halle der Macht befindet sich auf der anderen Seite. Und da einfach nur ein Päckchen abgeben, das sollte doch möglich sein. War das nochmal? Die Halle der Macht. Nee. Oh! Hier kriegen wir sogar einen Schlafplatz. Ja. Wow. Und Essen? Na dann schlafen wir noch erstmal. Irgendjemand hat sich während der Nacht... Oh! Wurde uns denn jetzt hier gestohlen? ¥400 nur noch? Haben die uns eben ¥100 gestohlen, oder was? Oh, nee. Na, aber scheinen noch alle Artefakte da zu sein. Wenigstens etwas. Ja. Ach nee, oder doch? Was war denn hier? Hm. Gut, oder auch nicht. Ich war doch die Akademie. Gehe ich gerade nach oben? Nee.
Ordenspunkte grauen Stäbe. Also, ihr müsst mehrmals klopfen, bevor sich drinnen etwas tut. In der Tür öffnet sich ein kleines vergittertes Guckloch. Ein älterer Mann mustert euch eine ganze Weile, dann setzt er zur Begrüßung an. Was ist euer Begehr? Nichts, wir haben uns in der Tür geehrt. Tja, dann stört mich nicht länger, ich habe zu tun. Noch bevor ihr etwas erwidern könnt, wird das Guckloch wieder geschlossen. Boah, das war's nicht. Ach ja, eine Frau kommt mal wieder. Und noch ein blaues Amulett. Meine Güte, ey. Halle der Macht. Eine hagere Gestalt erscheint in der Tür. Ja, was ist? Können wir bitte mit Meister Deringorn sprechen? Der ist zurzeit nicht in der Akademie. Versucht es bei ihm zu Hause. Ach so. Er wohnt in der Altstadt, ganz im Norden der Stadt, in einem kleinen Häuschen. Direkt an der Mauer. Mhm. Also, wenn ihr mich dann bitte entschuldigen wollt, prompt wird die Tür wieder geschlossen. Ja, aber wenn wir schon hier sind, können wir doch zumindest mal bei Reicher Rotenegger vorbeischauen. Ach ja, und wir heilen mal wieder jemand zum vierten Mal oder so. Nein, hässliche Männer finden wir nicht so attraktiv. Also ich glaube hier... Nee, doch nicht. Hier? Nee. Hm. Achso, das geht noch weiter, ne? Irgendwie. Ja, etwas eintönig. Also der Lowang-Teil gehört ehrlich gesagt nicht zu meinem Liebling. Reicher Rodenegger. Die Tür geht einen Spalt auf. Eine Rothaarige schaut heraus. Was ist los? Ihr seid uns empfohlen worden. So, so, von wem habt ihr denn eine Empfehlung? Dragan schickt uns. Dragan, eine gute Empfehlung. Kommt doch herein. Die Rothaarige öffnet euch und führt euch in einen kleinen Raum, der über und über mit Sachen vollgestopft ist. Sicher seid ihr gekommen, um ein bisschen einzukaufen. So, das ist eine Krämerin. Ah ja, okay. Ja, hm. Nein, ist ja super. Also Schreibzeug, Brecheisen, Hammer für Abosch. Gut, dass ich die meisten Sachen schon wieder woanders gekauft habe. tja. So, und... Oh, die alte Frau, sag mal. Oder die nächste, die x-te. So, mal schnell durchs Feld hier geflitzt. Ja, 10 Heller oder ein Silberstück, zack. So, ganz nördlich an der Mauer. Das müsste ja hier irgendwo sein, ne? Meister Deringorn, ja, was wollt ihr von mir? Wir sollen euch dieses Päckchen mit einem schönen Gruß von Dragan überreichen. Kommt doch herein, aber gerne. Kaum habt ihr das Haus betreten, kommen aus dem Hinterhalt eine ganze Reihe bewaffneter Gestalten hervor und setzen euch fest. Oh. Also, ihr Ahnungslosen, bestellt Dragan auch recht schöne Grüße von mir. Sagt ihm, dass ich nicht aufgebe. Meister Deringorn gibt seinen Kumpanen ein Zeichen, worauf sie etwas locker lassen. Anschließend werdet ihr unsanft aus dem Haus befördert. Na, das ist ja auch sehr charmant gewesen. Thank you.
So. Als ihr näher kommt, lässt ein junger Mann einen der Bälle fallen, mit denen er gerade jongliert. Mit einer geschickten Überleitung hebt er ihn wieder auf und wahrscheinlich wäre der Vorfall niemandem aufgefallen, wenn er nicht plötzlich Mireille angestarrt hätte. Sie hat mich verhext! Hier bleibe ich keinen Augenblick mehr! In wenigen Sekunden sind die Gaukler verschwunden und übrig bleiben nur einige Zuschauer, die Mireille wegen des entgangenen Vergnügens feindselig mustern. Wollt ihr lieber unauffällig das Weite suchen? So, Dragan. Reisen haben wir ihn schon gefragt, Essen und Trinken auch. Waffen? Sieht so aus, als wären die Waffen knapp geworden in der Stadt. Was? Alles halb so wild. Wenn man an der Quelle sitzt, an der Ostermauer, weit im Norden, kann man bei Falker Dubervin. So manches Schnäppchen machen, Schwerter für schlappe 20 blinken. Oh toll, sag ich nur mal so, damit ihr eine gewisse Vorstellung habt. So, wir wollen aber erst über den Salamanderstein wissen. Was soll ich sagen, wir sind quitt. Ihr habt ein paar Kleinigkeiten für mich erledigt und ich habe euch ein paar wichtige Informationen zukommen lassen. Also macht das Beste draus. Ugh. Na toll. So, dieser Falkert Dubervin. Wollen wir doch dem nochmal einen Besuch abstatten. Hier ist auch noch eine Kräuterhändlerin. Ah, nee, lieber nix. Die Tür wird geöffnet und ein junger Bursche winkt euch herein. Ihr kommt sicher von Dragan, so ist es. Falkert führt euch in den Keller des Hauses, wo ein ganzes Waffenarsenal lagert. Schaut euch um und sucht was aus. Über die Preise verhandeln wir später. Na, das ist ja nett. Pfeile hätten wir gerne. Und eine Orknase. Das sind ja Preise, ey. Zwei Eisenhelme. Zumindest dreimal Kettenzeug wieder. Zwei Schilde. Okay, achso. Ja. 30% erfalscht, na immerhin. So. Ach, der Lederhelm ist Quatsch gewesen. Mist. Was? Achso. So. Das sieht doch halbwegs ordentlich wieder aus. Dann wollen wir bei der, wie sie, schwarzen Yandora uns mal umhören. Die ist immer auf der anderen Seite auch wieder.
solche Wasserschläuche. Ein junger Blondschopf, ihr müsst mehrmals klopfen, bevor euch endlich geöffnet wird. Ein junger Blondschopf steckt den Kopf zur Tür heraus und mustert euch. Wartet mal ein Momentchen. Er wendet sich um und ruft etwas Unverständliches in das Haus. Ah ja, da ist er. Kurze Zeit später erscheint eine kräftige Frau, um euch zu begrüßen. Kommt herein und erzählt mir, was euch auf dem Herzen liegt. Wir suchen einen Geheimgang. Vielleicht lässt sich da was machen, aber das ist ziemlich teuer. Wie soll es denn kosten? Oh! Wenn ihr, sagen wir mal, 300 Goldstücke locker machen könntet, helfe ich euch weiter. Verrechnet es mit den Gefälligkeiten, die ihr Trager noch schuldet. Ach, da läuft der Hase lang. Na gut, bleiben immer noch 100 Goldstücke. Also, was... Was ist damit? Gut, das können wir aufbringen. Nachdem ihr das Geld auf den Tisch gezählt habt, macht Yandora ein zufriedenes Gesicht. Gut zahlende Kunden sind mir am liebsten. Also, fragt in der Ordensburg im Norden der Stadt nach Meister Eolan und sagt ihm, ihr wollt den Hof kehren. Alles klar? Der blonde Bursche, der die ganze Zeit euer Gespräch belauscht hat, führt euch zur Tür und verabschiedet sich. So, da waren wir ja schon mal irrtümlicherweise. So, langsam aber sicher. Na gut, 190. Zum Glück konnten wir sie noch runterhandeln, sonst hätten wir uns, sonst wäre das sogar knapp geworden. So, und es scheint so zu sein, wie ich vermutet habe, dass dieser eine magische Wasserschlauch den Durst der ganzen Gruppe stillt. So, hier ist die Ordensburg. Und ich denke, das reicht auch schon wieder für dieses Video und machen im nächsten Video weiter.